Klammern. Ich begrüße dich, Stanley, ganz recht herzlich am Namen von SNG. Mein Name ist Jafals. Ich bin Responsable von der Division Offre Pädagogik. Und do dazu gehören eben auch Korn an Kolonien, sodass wir eben auch ganz stark damit beschäftigt waren, eben Aktivitäten für Kinder und Jugendliche auch über die Bühne zu kriegen. Wir hatten auch schon vier im Sommer zwei Formationen über Zoom organisiert. Wir hatten auch ein bisschen mehr Leute, wir hatten insgesamt 1300 Leute teilgeholt. Wie gesagt, das kann ja ein rund 150 an der Tiefenfunk eben darum gehen, alle guten Dinge, die wir noch keine solche Formation mitgemacht haben, beziehungsweise das ganze Neckarwetten auffrischen. Fähig einfach darüber zu informieren, was sind denn tatsächlich die aktuellen Regeln, was wird geändert par rapport zum Summer, was geht am Anfang auch in dem Sinn von dir verlangt, im Sinn von ja, dir als Animateurin, als Formateurin, was muss da aufpassen? Schauen wir mal Präsentation weiterzuführen. Also, wie gesagt, zur Intro. Rein theoretisch müsste eben alle guten gemüht sind, da das auch mal ein, zwei so gewollt, weil wir eben zu so viel sind. Dann ist es am einfachsten, wenn wir dann im Moment zum Schluss gehen, für dann eben auch mal Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten. Ich gebe euch aber do beiden Fragen, wann ich gebe eben am Chat heranzugehen. Und ich gebe euch auch das hier beiden, ich sind eben das hier leider allein. Der Tisch muss halt alles ein bisschen als man den gerieren, für Frohn eben auch so präzise wie möglich dann zu formulieren und eben auch so zu formulieren oder Frohn zu stellen, die eben noch keinen größeren Personenkreis dann interessieren oder die für die Allgemeinheit könnten für relevant sind. Weil wir können nicht zu so viel an den Detail gehen, weil sonst manchmal gibt man den Kader von dieser Formation dann eben sprengen. Danach eine Info, die würdet wahrscheinlich schon gesehen. Wir holen das Formation auch im Ob an. Wir geben das dann eben auch bei seinem YouTube-Kanal setzen. Das heißt, wenn dann eben Leute da wären, auch aus der Organisation, die vielleicht nicht heute konnten teilholen, dann können sie das aber zum Moment nachlesen. Dann ist aber auch so, wie vier im Sommer, die kriegt ein Zertifikat der Partizipation von den Novent. Dafür ist aber besonders wichtig, dass du dich angemeldet über den Online-Formular und du auch eine E-Mail-Adresse umgehen. Ob die E-Mail-Adresse könnt das ganz geschickte Zertifikat ertischt. Wenn du in der nächsten Woche nicht sollst umkommen, dann ist wahrscheinlich deine E-Mail-Adresse falsch und dann könnte ich dann einfach bei uns dann melden, meine E-Mail-Adresse, wie sie da hier auch holen, weil das Webformular so über mein Genau. Genau, das wäre am Anfang die technische Sache bzw. Informationen zum Auflauf. Da geht es eben weiter. Ja, was steht am Anfang um Programm? Ein paar Rapport zu der Formation für im Sommer ein bisschen gekürzt, für die Schluss auf die wichtigsten Punkte eben anzugehen. Ein bisschen den Rückblick zu machen, was sind das für Fragen, was genau sind dann überhaupt die Rekommendationen, was steht da dran? Und dann einfach noch ein paar praktische Fragen, was meine ich am Fall, wo fand ich vielleicht noch Ressourcen, aber das eben tatsächlich eben, besonders wichtig. Ich will auf dieser Platz eben auch direkt sagen, dass divers Kehren, auch mal das Namen stehen, mir auf ein paar wirklich Care-Massagen, die man will, gerne rüberbringen. Natürlich, das wird man dann eben auch immer wiederholen auf der einen oder anderen Platz. Natürlich, wir leiden da nicht an einer Form von Demenz, mir das tatsächlich eben so gewollt hat, eben wirklich die Key-Massagen auch wirklich zu bekommen. Die Massagen, das wirklich besonders im Herzen an die es besonders wichtig sind. Genau. So viel dann über, wie gesagt, zu Intro. Da gibt man dann aufhängen mit einem kleinen Rückblick auch auf die Summe.
Aktuell können wir dolo schon in Bilanz sehen. Ich meine, schon Vakanz aus Riva, Korn, Kolonien, sonst Aktivitäten sind auch Riva. Wir als SNG können in positive Bilanz sehen, wir auch so die Ekoen, die wir kriegt haben, sind grundsätzlich auch positiv gewirkt. Das ist als Mesuren haben gegraf. Sie dürfen auch appliziert, wir werden diverse Sachen gucken und wir werden dann von ganz ganz positiv überrascht, also nicht, dass man es halt nicht könnte feststellen, aber wie gut dann auch wirklich die Animateure und der Schiffverein, den du auch geschafft hast, diese Aktivitäten durchzufeiern, probiert wird, sich in die Region zu halten, dass jetzt appliziert, wo es nicht mehr gegangen ist. Und da würden wir eigentlich auch auf dieser Platz auch schon mal ein Merci sagen, dass sich eben du so gut darauf gehalten hast, dass du alles gemacht hast, dass das können Aktivitäten für Kanner Jugendliche angeboten. Dann noch nach, bleibt einfach noch zu sehen, dass man keine Aktivität tatsächlich eine Ausstiegung auf eine Aktivität hat. Natürlich mit Sören und wirklich die Frischten bedrohen. Und das fällt uns dann eben auch direkt mal weiter auf also eine echte Massage, schon davon gespart. Am Sommer ein gut Abend gelegt und es gilt auch darum, den gut Abend weiterzufeiern. Das ist da. Der Virus ist noch einmal da, die Situation ist noch am Anfang unverändert. Wir können am Anfang nur nicht locker lassen, wir müssen am Anfang drüberbleiben. Wir müssen das weiter und Region halten, wir müssen auch weiterhin gucken, Mesuren umzusetzen. Das ist einfach eminent wichtig, weil das alles trägt dazu bei. Dass wir können Aktivitäten tun und dass wir eben auch gucken, dass das Virus nicht in einer zu viel schlimmer Form auch vom Zweck enttäuscht. Ja, das ist immer gut verlaufen, ja, das war voll erschreckend. Wir müssen da bleiben, müssen weiter Erfahrungen machen, das ist ganz, ganz wichtig. Da kommt eben natürlich auch deren Spieltisch als Animateurin, als Formateurin oder so, die den Enkadrieren von Aktivitäten, ja, die hat eine besondere Responsabilität. Die macht es eben möglich, dass die Sachen können stattfinden. Die sind einfach responsabel, dass sie auch weiterhin können stattfinden. Auch für alle eben, dass Juncker, dass Kanner Aktivitäten gut kriegen. Ich meine, während dem Lockdown, die wissen, dass alle Gute selber, Kanner müssen auf vieles verzichten. Und los können wir einen Zweck los ihre Aktivitäten in die Ungebäude gehen. Und wir sollten nur einen Strang zählen, für das auch weiterhin kann so geschehen. Und du siehst dir an der Pflicht und du zählst mir europäisch und mir noch ganz großes Vertrauen an dich. Und wir schmecken am Sommer auf der Vertrauen auch mehr bewiesen. Dann eine andere Key-Massage, die wir auch schon für den Sommer x-mal wirklich wiederholen, dass das, wenn ich responsabel ist, dann muss ich noch gucken, den dich selber schützt, der schützt auch von anderen. Das ist die Aktivitäten, die der enkadriert. Wie wichtig ist eben auch, dass mein privates Leben auch du besonders gut auf Trägen aufpasst, weil du eben eine Verantwortung. Die sind mit Gruppen von Leuten zusammen. Gruppen, die mehr groß sind, wie das am normalen zulässig ist, natürlich die droht wirklich eine große Responsabilität. Die muss einfach gucken, dass er auch an ihrem Privatleben guckt, so gut es geht, wirklich auch in die Mesuren zu halten. Und so kann ihm noch solcher Gestalt geben, dass das nicht weitergeht, ob Aktivitäten. Dann die feierte Massage, das ist manchmal wichtig. Am Sommer, das war richtig low, weil wir eben noch low am Vierfeld necker sind Aktivitäten einfach gut geplant am Vierhaus, sich necker zusammensetzt. Aber das ist also ein Programm, das war geplant. Weil ich weiß ja selber, dass es oft eben Aktivitäten sich wiederholen, Programme überholen noch vom nächsten Jahr. Und dann in diesem Jahr kann noch mehr genau am Detail gucken, okay, was wollte man überhaupt machen? Wie wollte man das machen? Wo soll das überhaupt stattfinden, wenn der Fickschnecker ganz, ganz genau durchgeht und guckt, welche Alternativen ihm dann eben wird.
Ich meine, wir werden mal später noch darauf zu sprechen kommen, wo sich auch vielleicht kann Ideen holen, für sein Programm ein bisschen zu adaptieren, dass dann eben auch an die heutige Zeit, an die heutige gültige Mesuren eben auch passen. Dann nochmal die Message Nummer 5, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, das ja, wir nennen Vierbildfunktion als Animateurin, als Edukateurin, als Formateurin. Wir haben eine ganz große Vierbildfunktion, vier als Participant, vier Kammer, vier die Jung. Was wir hier vier leben, ich meine, das machen sie als auch nur bei mir, die sagt, ich stöhlen, dann wollen sie auch ich. Und das ist auch du nicht als ein Appell auch an ihr. Ja, sieht einfach ein Vierbild, ich meine, generell sind da Vierbilder, die geht auch von den Participanten, von ihrer Jungen, von ihrer Kanner als solch Bauerwoll. Und da sollten eben auch alles, was mit Corona zu tun hat, auch du, sich dann auch du gut verhalten. Und dafür aber als Massagen aufzuschließen, da das, ja, sieht auch du eigenverantwortlich und generell reasonabel. Und ich spiele ein bisschen ob ob du schon den Text und Rekommendationen von der Santé, du werde eben nicht auf alle Fragen eine ganz präzise Antwort finden. Du hast nicht alle keine Figur als aufgedeckt, dass die Generalregel 4 gehen. Also in Generalregel 4 gehen, mit das natürlich immer ein kleiner Marsch, dass nicht alles just schwarz und weiß. Und du musst in den Hals dafür sicher gucken, okay, was möchte du tatsächlich Sinn? Also das nicht alles eben so genau zu suchen. Kann ich nicht immer antworten, das so oder das ist so. Das ist, die wird ganz oft Terminologie dans la mesure du possible fallen am Text. Und das drückt das am Anfang eben auch aus. Weil auch Zante weiß, dass die eben nicht immer genau so aus. Sie gehen Richtlinie 4 und denen sollte ich orientieren. Mit kann nicht alles bis an die letzten Dibbelchen eben geregelt gehen. Und das ist dann am Anfang auch schon eine gute Überlegung, ob den Text, den wir also am Anfang erzählen, an den es heute den Abend mehr im Detail wird gehen. Das ist ein Dokument, das sich basiert, ob das, was auch schon gültig war, für die Sommer. Es gibt ein paar kleine Adaptationen gemacht. Das sind Texte, die eben gilt ab dem, also Regeln, die gilt ab dem 15. September. Sie beziehen sich eben tatsächlich auf Aktivitäten von der nonformalen Education, die sich auch richten kann an Jugendliche. Und darin fallen eben auch Sejouren, aber auch Formationen, wo mit denen auch mit dran sind. Und das organisiert also Aktivitäten, die organisiert sind eben von Jugendorganisationen oder agissant en faveur de la jeunesse, oder die agréiert sind oder konventioniert unerkannt sind vom Minister. Das ist einfach relativ breit, das ganz aufgedeckt. Aber wie gesagt, das ist dann echt das Nächste, aus dem Text rauskommt und die Fanten, wenn er nicht am Detail wird, nur lesen, und dann wird sowieso schon gemacht, gut. Da findet den auch aus dem Site um enfancejeunesse.lu. Der Link ist also auch weiter drinnen noch zu finden. Für uns zu fangen, wollte ich dann generell ein paar Änderungen auf vier Streichen par rapport zu dem, was für den Sommer gegolten wird. Und da ist dann fangen wir so, die größten Änderungen aus, dass die maximal größte von Gruppe ob 30 Partizipanten limitiert sind. Das ist das Anfang der Zahl, in der wir uns sollten orientieren und die Anfang nur hier gültig geht. Gut. Und, dann ist es auch noch so, dass eine Gruppe von 30, wir waren möglich, sollten aber auch geguckt gehen für die Gruppe von 30, aber auch vielleicht an die Kleingruppe noch anzudehnen. Kleine Gruppen, die dann eben auch für die ganze Dauer von der Aktivität zusammenbleiben,
die dann eben auch zusammen den Doktor lehren, zusammen im Ersten setzen, zusammen hier Aktivitäten machen. Davon geht vielleicht auch die ganze Zeit hier ein Animateur und dass sich eben innerhalb von dem Gruppe von 30 sich nicht nach zu viel gemischt wird, viel eben zu verhindern, dass dann nur die ganze Gruppe umgestachelt, OKU. Das ist ein bisschen die Verlegung der Hannah, da den Doku soll gucken, dans la mesure du possible, für das so eben umzusetzen. Dann die dritte große Änderung par rapport zum Summer ist, dass Doktoren, wenn möglich, just zur Halschend sollte belöscht gehen. Das ist dann eben just all zwei Bett benutzt wird. Und, ja, genau. Das ist das am Summer, weil das noch kein Konzern mehr los ist, wirklich ganz klar, soll gucken, eben da just 50% von Retten an Doktoren zu belehren. Da komme ich dann eben noch auf den Punkt zurück, wo ich schon umgeschaut habe. Ja, da muss ich eben gucken, aus die Platz, wo es soll, wo es soll stattfinden, aus der Geägen, kann aus der Domäßig, oder sind wir wirklich just das später in einem kleinen Raum, wo es da Jigverein zusammen schläft, da muss ich dann eben die vorstellen, kann ich dann auch da machen, aber was sind meine Alternativen? Genau. Also das wären eben nur die drei Großänderungen par rapport zum Sommer. Ja. Da gebe ich noch weitergehen auf die generelle Gestbarriere. Die haben sich am Anfang nicht groß geändert. Mittlerweile müssen sie am Anfang auch bei vielen Leuten auch schon ein bisschen auf Fleisch und Blut übergegangen sind, weil es doch ja, natürlich die Regeln sind, die als am, auch am Alltag begleiten, die man auch, auch sollen am Alltag befolgen. Du hast dann zum Beispiel so, weil du Distanzregel Distanzregel von den 2 Metern noch mit Maske umgeht. Da ist eben so, dass wirklich die Erwachsenen, also Encadreur, Animateure, Formateure, dass die, wenn sie denn, die Distanz von 2 Metern nicht können anhalten, dass sie da wirklich angehalten sind, die eine Maske eben zu drohen. Am Sommer haben wir ganz viele gesehen, dass wirklich Animateure praktisch einfach dann die ganze Zeit die Maske unten, weil es einfach so ist schwierig, so ist Mask auf, Mask auf, und das hat da relativ gut funktioniert. Und der Participant, also nicht der Jungen und der Kanner, also a priori sind sie dispensiert von den Mesuren, aber du wirst trotzdem eben auch aber erarbeitet, darauf zu sensibilisieren, dass die Regeln aber trotzdem gehen, dass du nicht komplett regelfreier Raum ist, wo der dann von Logur nicht mehr gilt. Also trotzdem sollen sie darauf sensibilisieren, trotzdem, wann aber geht, eine Distanz anzuhalten, und eben zu gucken, dass sie nicht unnötig dann zu viel nur beieinander kommen. Auch da werde ich davon am Text, ja, dans la mesure du possible. Wir müssen einfach gucken, so gut wie möglich, einfach kann man darauf umzuschwätzen und zu sensibilisieren. Genau. Ob die fixe Gruppe von 30 sind ich am Anfang schon angegangen, eben auch, dass es die Sache hat, mit den kleinen Gruppen, dazu sollen eben a priori dann noch hier ein erster Formateur und zusammen schlafen, das wäre am Anfang perfekt, und dazu eben noch für die ganze Dauer an dem Gruppe zusammen bleiben. Dann ist, so soll ich dann aber andere Gruppen treffen, soll den externen treffen, die nicht zum Gruppe gehören. Da gilt natürlich ganz klar die ganz normale Gestbarriere, dass die Standardsanfang von Distanz von 2 Metern nicht kann gehalten gehen, aus Maske zu drohen. Da gilt aber die ganz klassische Regel natürlich, ja. Sich teilweise regelmäßig, auch du, die Jung, regelmäßig Tropiefweisen wäscht erhellen, von der Nage, Nage an den Ellenbogen, Nage an den Nürschnappisch. Auch da das am Anfang mal nicht just ein extra Corona-Regel, ich meine, das auch etwas, was den Viertrun schon hat sollte machen. Ne? Und dann, ja, weil ich auch schon umgespart habe, nicht unnötig nur ein Körperkontakt physisch wollen zu suchen, eben keine Hand, es ist kein Kuss zu gehen, all gut in die Sachen eben auch darauf aufpassen, dass das dann nicht stattfindet.
Dann also auch wichtig, eben dort Räumlichkeiten war regelmäßig zu lüften. Da gehen eben noch dann technisch mesuren, wann ihr eben Möglichkeit hat, dann Belüftungsanlage dann noch umzumachen, dass der wirklich auf 100% lebt, dass eben möglichst viel frische Luft racken, dass eben die Luft auch ausgetauscht wird am Raum. Das von Wetter habe ich auch schon annimmt. Dann gibt man fängt auch zum Punkt kommen, was kann ich als Organisateur machen? Also im Vierfeld, was muss ich zur Verfügung stellen, was muss Platz anfangen, bereithalten. Und du hast so, ich meine, das ist so viel Platz, wenn du den größeren Problem tatsächlich einfach einen Axel zu placen im Wasser, da den sich eben kann Tannwäschen und natürlich auch ein paar Beier aus, wie sich Tannen dann nur aufzudröschen und den dafür nur kann an den Kuh beibehalten. Falls es aber dann nicht möglich ist, dann kann ich eben auf hydroalkoholisch Lesungen zurückgreifen. Aber generell geht es tatsächlich, wie gesagt, du einfach schließt ein normales Lachen, wo man normaler Seif und dann ist das auch schon gut. Da kommen wir auch schon auf die, aber ich meine, der Regel, dass wir Hunde affischen, machen bloß eben noch wenig dann richtig zu sehen, Hand wasch, da gibt mir eben noch Bier, den dann eben auf den Platzen abzeigen und dann eben auch kann er an die Jung sich drunter können wir Beispiel holen, eben gesehen, wie das geht. Das nämlich gilt eben auch für die generellen Regeln, die eben Anzahlen sind, die auch auf strategische Plätzen im Sit dann abhängt, sodass die eben aber von Zeit zu Zeit mal einem über den WLAF dann eben aber an regelmäßigen Aufstellen, wo man da dann da konfrontiert wird. Die Bait-Affiche fand er auch am Enfant Genest, die könnte ich da hochzählen. Genau. Und dann, das war wahrscheinlich am Sommer ein bisschen wie einfach, wie du vielleicht am Hirsch, am Wander wird sehen, aber dann einfach guckt, welches viel Aktivität natürlich am, am Freien stattfinden zu lösen. Wie gesagt, da finde ich dann nur noch sicherlich eine ganz freie Alternativen. Da kann ich schon ein bisschen nach inspirieren. Dann aber auch Aktivitäten natürlich mit einem längeren Körperkontakt, dass die an diesen Zeiten auch nicht ideal sind, dass die sollte ebenfalls evitieren. Mit den kleinen Gruppen, die sich nicht so mischen, habe ich schon gesagt. Und wenn eben noch ein Kontakt besteht mit Externen, dann eben die Regeln, die regulär just Barriere anzuhalten sind. Was dann noch ein wichtiger Punkt ist, dass eben, wenn er nochmal Aktivitäten hat, eben bis zu 30 Jungen, dass eben auch guckt, dass du nicht für ihn zusammen könnt, dass du den Depart noch der Rivier ein bisschen dekaliert, kann ich dann den Eltern zum Beispiel einfach verschiedene Auerzeiten so, wie diese sollen, hier kann er Land sprengen. So kann der ganz ein bisschen entzerren, dass eben nicht so ein draufsteht von 30 kann er mit 30 Eltern. Genau. Wenn die Eltern aber auch kommen, dass sie auch aber darauf aufmerksam gemacht gehen, dass auch für sie dann just Barriere gönnen. Dann also, das ist von Ochlo nicht anders, wie am Sommer ein komplett Licht mit den Partizipanten eben wirklich parat zu holen. Bei dem Fall, wo, falls es soll der Fall gehen, wenn der Contact Tracing dann eben feststellt, halt, du war eine Person, die positiv war, oder die Kontakt mit einer positiven Person hat, dass sie einfach können um die Domäne bekommen. Natürlich feiert einfach ein Lust mit ihren Partizipanten, gleichzeitig aber auch ein Lust mit denen, die vielleicht voraus sind, vorbeikommen sind, vielleicht mit Fundisern oder so Leute, die zum Gruppe dazugestoßen sind, gibt, dass das auf ein Minimum soll reduziert gehen. Wir schreiben den tatsächlich du all gut und nimm ab, dann hört du alles beieinander. E-Punkt, den in an der Form du am Sommer nicht hat, das war aber online her, jetzt kann er dann aber auch dann hingehen, dann den Snacker drauf hinweist,
falls sie sollten Symptome haben, Patientensymptome, dass sie dann eben auch ja, dann den Doktor eben optisch gucken, dass sie sich dann nicht weiter, dass der Katze nicht weiter verdreht geht. Nee, ich meine, du spielst final eine Responsabilität von den Älteren. Mit das eben ein Punkt, den auch so an den Rekommendationen zu fangen ist. Da gibt es noch kommen andere Punkte zum ersten, da das auch weh gehabt, limitiert auf 10 Leute pro Tisch. Natürlich, von einer generellen Regel, Corona hin oder her, ja, vier und nur im ersten Tannwäschen, Besteckwäsche und so weiter, soll natürlich nicht gedehnt gehen. An schon den noch umgestellt, dann direkte Kontakt mit Lieferern, falls da eben erworen Lieferlust oder das guckt eben keinen direkten Kontakt mit denen zu tun, dass die vielleicht die Waren einfach aufstellen, ohne dass da muss mit den Leuten dann direkt interagieren. Dann zum Transportpublik, also die generelle Regel am Transportpublik aus à tout moment auf Verrängen ein Mask zu drohen, das auf dem Neist leicht nice. Belüftungsanlage waren vorhanden an einem Gebäude, und ich gesagt, die soll dann eben gucken, dass durch möglichst viel Frischluft dann rangepumpelt wird. Mittlerweile haben natürlich auch ganz viel, oder ja, praktisch alle Gebäude, wo Aktivitäten können stattfinden, haben dann noch eben ein sanitäres Konzept. Da das natürlich dann zu respektieren und auch anzuhalten. Und du hast eben da gut, dass sich auch durch noch Vielfalt zu informieren. Was sind denn die Regeln? Was muss ich mir schauen? Welche Repercussionen kann ich da tun, ob meine Aktivität und ob mein Programm? Genau. Wenn dann noch ein Potzen zu Kur geht, da geht dann von dir, ja, einmal den Tag, das für fast nicht aufzumachen, die viel benutzt gehen, sanitären. Aufenthaltsraum. Doch du solltest nicht so viel Overkill machen, und auch du, als geht es davon mit normalen Putzmitteln durch. Also, du musst dir keine komplett chemische Reinigung machen vom gesamten Gebäude. Also, das ist ein normal, proper geputzt, also von du ausreichend. Genau. Und dann, ja, der Fall gesagt, das ist ein Fall. Was das dann du zu machen, dann hat das Szenario aus, du bist drauf ausgerichtet, wenn das sich eben im Kanner an Jugendliche handelt, bei einer Formation oder Wissen, ich meine, du, die können dann eben selber zu einem Moment dann Platz verlassen, brauchen dann nicht auf ihn zu warten. Bei Kanner ist eben so, wenn ich so feststellen, dass du Symptome sehen, dass Leute sich nicht wohlfühlen, sie direkt vom Gruppe wegschulen, dürfen wir auch gucken, in Isolationszimmer zu holen, wo die Person kann dann isoliert gehen für die Zeit, bis die Eltern nicht kommen. Wenn ihr da Kontakt tut, natürlich gucken dann Distanzanzahlen an, immer zu allen Moment den Maske zu drohen, die Eltern zu kontaktieren, dass hier kann dann sicher kommen. Und dafür sind noch besonders wichtig, dass er bei der Anfang auch schon viel drin Regel war. Wo vielleicht nicht immer so angehört, mit das ist aber noch besonders wichtig, dass Leute noch disponibel sind, für keine Sicht zu kommen oder dass sie eine Person definiert tun, die am Fall wo können kann aufholen kommen, dass auch die Massage dann und Eltern am Vierfeld überweitet wird. Das ist natürlich auch besonders wichtig, dass eben intern so eine Situation dann weitergeht, dass dann vielleicht auch in den Gruppenchef weitergeht und der Verband hat einfach informiert sind, dass das war. Da habe ich einen Rundgang dann von der Santé gemacht. Falls du wirklich soll den positiven Fall sehen, sie machen dann einen Fonds hier Arbeit. Also die muss du nicht für die Santé den Contact Tracing machen. Also das würde sie da schon en charge. Mehr, dafür ist es besonders wichtig, dass er ein guter Partizipant ist, gut, falls er so den kontaktiert ging, dass er das sehr an effizient weitergeht. Genau.
Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir hier aber schon einen kleinen Cut machen. Wenn ihr vielleicht aber schon ein paar Fragen habt, dann könnt ihr die an den Chat schreiben. Da kann ich gucken, wie ich darüber kann antworten. Ein Schritt zum Beispiel dann eng froh. Wie also mit Maske und tun, weil bei den Scouten an der Branche Versammlungen gleichzeitig aufhängen und sich so über die Weh laufen. Da gibt es schon zum Beispiel so, und da wäre gut, wenn da gibt ein Konzept eben ausschaffen, dass er eben nicht all guten, die kann er auch noch schon viel drin, all guten zusammen spielen und dass er dann noch richtig abspricht, weil dann haben wir ja nicht gewonnen, weil wir dann tatsächlich drei Branchen sich zusammen 400 Dir treffen, dann haben wir da nicht ganz viel geschafft. Natürlich, da gebe ich da so und ich da gucke, dass der noch gut, vielleicht hat auch defaseiert mischt, dass ihm da den Kontakt nicht kann zu Stern kommen. Ja. Sonst noch mich konkret freuen. Ich hatte noch in den in der Partizipanzliste Lohai gesehen, sind dann gefehlt 90 oder 95% von den LGS war von der Fneldo. Da stand dann auch mir auch scout-spezifisch froh und eben so. War nicht, dann gebe ich dann einfach weiter vor und dann kann der stehen nach dann halt vielleicht vier zum Schluss dann dem Moment. Okay, ja, dann gehen wir einfach weiter. Mit einer kleinen FAQ zusammengestellt, eben so, ja, froh in die Kinder abkommen. Da werden dann zum Beispiel, was manage als Animateur, als Formateur, als Chef, wann ich viel Aktivität krank sind oder Symptome haben. Symptome kennen alle gut, ich meine, die muss man nicht merken, alle gut, dann hier abzählen. Dann ist es natürlich echt so, dass den, ja, better be safe than sorry, wenn er wirklich ein Du tut, dass er dann einfach tatsächlich einfach wegbleibt, bis der gewisse tut, dass alles okay ist. Also, wenn er nicht gut spielt, wenn er so Symptome hat, dann, ja, dann lässt es lieber Sinn, macht bei der Aktivität beim Kern eben nicht mehr, beim Weekend. Das ist auf jeden Fall du den besten Weg. Da kommt man am Zoom auch öfters eben vorgestellt, der für den Rabe kann er und Aktivitäten deelhöllen. A priori ja, das leidet natürlich dann noch an der Responsabilität von den Eltern. Ich meine, Eltern müssen die Decision holen, die müssen nicht aufklären, ob das Risiko für kann er zu drohen ist. Und dann hast du trotzdem aber dafür machen wir ja auch am Anfang alle guten die Regeln, dass eben der Risk trotzdem minimiert wird. Ja, vulnerable kann er können auch den wollen. Dann hat man Luna aus der Aktivität darüber, weil er kann positiv getestet. Das war natürlich auch Luna mehr bezogen auf Aktivitäten, die ein bisschen mit langen Dauer haben. Ich meine, nur werden am Hirsch und am Sommer werden ganz viele Weekender stattfinden, vielleicht ein oder zwei Leute, die dabei sind. Da wird man vielleicht auch schon nicht an den Fall kommen, dass wirklich während der Aktivität oder so etwas eben abkönnt und dass dann Sante, dann du nur seht, hat muss abgelöst werden, dass da wahrscheinlich schon sowieso die Aktivität river ist. Genau. Also nein, die froh mit den Älteren, die mit denen eben umzugehen, dann vier Felder noch danach, dass sie so ein bisschen defaseiert kommen, mit Algorithmen abnehmen und dann für sie natürlich auch Träge göllen, wie für Algorithmen die Anna auch. Das hat natürlich noch schon gesagt, wie das Kind organisiert ging, einfach ein bisschen verschiedene Auerzeiten umgehen eben, dass sie eben nicht Algorithmen abnehmen kommen. An kann Material gelehnt gehen, ja, das geht, wenn dann das Material eben noch bei engen Kanten, bei dynamischen Kanten bleibt und auch dann nur eben gewäscht wird. Wir haben final einen Schlafsäcke durch, weil wir beim SNG eben noch ein ganz großes Stock haben,
Schlafsekunden, die können ausgedehnt gehen. Ja. Genau. Ich gehe zu dem Material an den Ressourcen zu kommen. Du hattest schon auf den Enfance-Jeunesse-Punkt verwiesen. Du hast am Anfang in der Rubrik Coronavirus ganz viele Ressourcen. Da fand er eben entre autres die Affischen, von denen wir schon gespart haben. Am nächsten Slide gesehen das auch noch, wie sie dann tatsächlich ausgesehen. Da fand er noch eine Rekommendation dafür nur zu lesen, diverse Fischtechniken, aber eben auch Ideen für Aktivitäten, die ja, sozusagen ja, Corona-ready sind. Wenn ihr irgendwo eine Inspiration braucht für eine Aktivität oder für ein Atelier. Genau. Und du setzt mir nur auch das, das PowerPoint nach einem Kehr drauf. Da kann ich das mal in aller Ruhe nachlesen. Ich hatte allerdings auch gesehen, nur nachher kann ich darauf zurückkommen, weil eben ganz viele Scouten hier sind. Die gut den der GS, wenn du eine gute Kommunikation gemacht hast, von auch nicht alles, von genauso wie ich das heute vorgedrungen und auch nicht hier für nur zu lesen sind, ich denke, dass von Apps auch etwas ganz Ähnliches wird, dann gehen doch da genug Ressourcen nehmen, wo nicht alles schön zusammengefasst eben aus. Also sind dann die ungesperrten Fischen. Sie sind eben nur noch gelabelt, dann eben zum Teil für Sommer 2020, auch Corona Kolonie in 2020. Mehr, das, was aber drauf ist, ist aber noch immer valabel, hat noch immer seine Gültigkeit. Und ich denke, die kann man noch immer gut verwenden, für dass ich nicht noch muss ich selber etwas aus der Fange suchen und los noch selber etwas muss machen. Genau. Und ich bin froh, ja. Komm ich ein bisschen eben auf den, den eine kleine Zusammenfassung zu machen und ein paar Appellen zu machen, die merkt, ein paar Massagen, die als wirklich wichtig sind, wiederholen sie regelmäßig. Und eben ein paar Mal. Und da ist einfach so, dass es ja geht, an von anderen Situationen zu vermeiden, die dem Virus Menschlichkeit gehen, sich eben weiter zu verbreiten. Als Rolle als kann er zu sensibilisieren, als Rolle als eben kann er nur nicht weiter zu verunsichern. Ich meine, es gibt ein paar Regeln, ich meine, sie sind relativ einfach, wir müssen einfach just daran denken, wir müssen einfach Reflexion so anzuhalten. Und als Verantwortung, als Animateur, als Formateur, als Schaffen, als Leben auch, ja, um Aktivitäten zu machen, um sie sicher können durchzuführen, kann er an die Jugendlichen nicht noch viel verzichten. Und leider von ein bisschen an eiser Hand, für, dass er doch weiter kann geschehen. Und trotzdem, auch vielleicht, ich weiß nicht, ganz viel von Regeln, dann soll du heute nicht machen, dann du nicht machen, dann müssen sie so machen. Trotzdem darf ein Soldat auch noch immer Spaß machen und schmengen. Das ist auch kein Problem. Die Sachen sind definitiv zu vereinbaren. Ich meine, wenn da doch auf Eisenaktivitäten gesehen, das war vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, mir dann hat das einfach ganz gut gelaufen. Die Aktivitäten waren flott, Kammer waren mehr wie zufrieden, Firma um ein etwas zu machen. Natürlich, ja, es darf, es soll auch noch immer Spaß machen. Dann ja, Sensibilisation, also ist eben besonders wichtig, dass man eben jung darauf hinweisen, dass ich noch schon gesagt habe, als ja, Aktivitäten draußen zu machen, gibt das dass eben ein bisschen wie schwierig geht, wenn du mit Kahle, mit Nase, mit Deichel draußen geht. Du kannst nicht einfach helfen, an ich meine, geht auch kein schlechtes Bild, damit du schlecht Kleider, das ist gerade als Scout entdeckt mich, dass wir da nicht gut equipiert sind, aber manchmal so etwas kein größeres Problem dürfen tun, für du mal da eben ins zu gehen.
Genau, und dann eben natürlich eben noch viel, viel Wert auf Bewegungsaktivitäten zu legen. Ich meine, da bitte schon dann von draußen um. Ohne dass die Aktivitäten natürlich dann sind, da den an einem ganz, ganz engen Körperkontakt eben aus. Und als Offer und ihr also eben auch, wenn wir da können eine Unterstützung geben, wenn wir euch vielleicht können helfen, vielleicht auch mit Material, hier in das Doktormaterial, wo ich ein paar Sachen noch mal auslehnen, wo sind wir disponibel, kontaktiert alles, und dann gucken wir eben auch, du zu helfen. Ich meine, das ist auch alles ein Ausspruch, dass wir da sind, vier Organisationen, dass wir ihnen in den Arm greifen, du, wo nicht ist. Und ja, wie wir geschrieben haben, wir setzen alle heute noch an engem Boot. Das ist der Punkt, den das auch immens fischer, dass eben noch, ja, wie verhalte ich mich auch für Aktivitäten oder generell in meinem Privatleben, das ist einfach als Animateur, als Chef, ja, muss man eben auch da besonders drauf aufpassen. Und ja, vielleicht dass die Männer Partien gehen, auf große Menschenumsammlungen, sich beim Large-Scale-Testing auch mal zu machen, aber noch die Trifasto, wo Uli einfach für, ja, die macht das am Sinn von den Kanal, von den Aktivitäten, dass die können laufen. Da das auch, habe ich schon ganz am Anfang gesagt, neben die Vierbildfunktion, das ist auch essentiell wichtig, dass wenn dir das gut vierlief, wenn dir das positiv vierlief, wenn dir die Sachen auch umsetzt, dann werden auch die Jungen erst da folgen und das eben auch nur machen. Das heißt, ja, die Maske eben auch selber und du, wo nicht ist, halt auch selber eher Distanz, halt auch selber erhalten, das machen Partizipanten das natürlich eben auch. Aber wie gesagt, von dir das Virus erst will, von dir die ganze Situation erst will, dann holen eher Jung das auch erst. Ja, egal. Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten, dass der Kontakt mit Aktivität, mit einem intensiven Körperkontakt zu vermeiden sind. Genug Platz auf dem Tisch, nicht mehr wie 10 Leute. Nicht, dass da ja, keine Besteckbildung und Gläser teilen. Persönliche Sachen, dass die nicht gedealt sind, dass sie für den mit seinen Sachen an der Zeit an eben drauf gucken, dass das Regeln eben angehalle gehen und eben auch gucken, dass all unnötig eben Kontakt mit einer Gruppe von draußen dann eben auch evitiert. Gut. Yes. Das sind da von nach Punkten, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Das wäre dann von Olaf für mein Deal. Ich meine, sie puren. Es sind einfach ein paar wenig, wir haben dafür ganz, ganz wichtige Massagen, das ist einfach Sensibilisation von den Jungen. Macht sie darauf aufmerksam, der Virus ist noch einmal da, gehen noch einmal ein paar Regeln anzuhalten, kommen wir machen zusammen in Erfolg, als seid ihr selber in ihr Vierbild. Und ich meine, wenn wir das um die zwei Punkte machen, dann haben wir schon ganz viel geschafft und ich meine, dann da wird das auch weiterhin ein Erfolg, so wie doch am Summer war. Genau. Da könnte man vom Loh nach Frohen abgehen. Ich hatte Loh hei. Nach 2 gut. Die lese ich einfach mal so 4 und dann gucken wir schon direkt eine Antwort drauf hin. Wenn wir eine Gruppenaktivität tun, mit Übernüchtung an Branchen, Altersgruppen permanent trennen, ist das dann machbar, streng geholt, über 30 Partizipanten zu gehen. So mal schon 20 Wölfe auf die Bannenstufen und 20 Scouten die Bausenstufen. Und separat nun in Irsen, zum Beispiel Monte, die lokale Gruppe aus. Du hast am Anfang so, du musst eben noch gucken, was gibt es in der Seed eben hier, können wir die zwei Gruppen wirklich parallel laufen lassen, ohne dass sie wirklich Kontakt tun, können wir sicherstellen, dass die keinen Kontakt tun, dass sie sich eben nicht mischen, dann denke ich, dass das so möglich ist.
Es soll einfach nur nicht so sein, dass man nur Gruppen eben so abteilen, dass man nur dann ja, 6 Gruppen a 20 schon in der Summe haben. Wir sind immer in der 30 gewesen, das ist kein Problem. Ja, dafür meine ich eben, dass so reasonabel eben wie möglich zu sein. Wenn es hier Tier geht, wenn das Programm wirklich hier geht, die einen sind für sich, die anderen sind für sich, und dann fangen wir den anderen so lohnreich zu dienen. Dann aus das, da wäre das möglich. Ne? Aber du musst ja dann tatsächlich für dich selber diskutieren, ob das der Fall ist oder eben nicht. Dann muss ich schon ein bisschen lang. Dann muss ich schon, also, ich weiß, dass verschiedene Gruppen am Land, die da Informationen vom Minister mehr am Kontakt sind mit dem Bürger, als zwei Wochen eine Invitation für den Test kriegen. Ich weiß aber auch, dass gewisse Professionen immer getestet dürfen, wenn ich wahr habe. Und das sind die Leute, die so wie mir mit der Kanne zu dienen. Die professionell, so wie all da, mir und nicht all Woche, wenn es nicht der Kanne ist, wen diese Idee, wen ihr wo getestet wird. Und wie weit sind die Leute, die mit Kanne an Jura zu dienen, praktisch außen vorgelöst? Aber das ist so ein bisschen wie ein weitgehend froh, du kannst doch keine Antwort drauf hinschmecken, das ist da wohl, wo die Minister, den noch. Der plant, wen wie ich wege testet, wo man mir tatsächlich so kein so direkten Abfluss, und da kann ich mich auch nicht dazu so äußere, wie die da rüber kommen. Ne? Ja. Muss der Biber, also kann er für 6 bis 8 Jahre bei den Versammlungen ein Mask oder Buff undauen? Da ist es bloß so, wenn ich das richtig am Kopf habe, dass kann er in 6 Jahren sind dispensiert, beziehungsweise dürfen sogar kein Mask oder Buff undauen. Da drüber, also da war wohl so, dass du den Mask aber zählst. Ich gucke just, ob Stadt und Necker auf die schnelle Necker ganz konkret rumfangen. Ich fand das so auf die Schnelle von Stadt tatsächlich nicht zurück. Für 6 bis 8 Uhr wäre du am Anfang mal Ming auszulösen, oder das dann mit Maske ist, oder am Anfang, also wenn die Distanz nicht kann angehalten gehen, wäre das am Anfang dann so. Du willst zusammen kochen, packen, wo sich kann und den Ärmsten schlüsseln bedingen. Auch du, hier bestand zum Beispiel so, und das dann auch an dem kleinen Grupp zu machen. Wenn sie in dem kleinen Grupp sind, du siehst ja sowieso irgendwie zu summen, sodass ich du so ein, ja, guck dann, dass das doch auch du erst passiert genug aus, und das, dass du nicht so viel eben aufeinander hängen kannst. Mit der Spulstrauß, du kannst schon keine direkte Antwort drauf geben. Also auch du, wenn du die Regeln eben angehalten gehen, wenn, ja. Bastelmaterial darf zusammen mit Benutzer gedehnt gehen. A priori steht auch am Text dran, dass eben das Material, weil eben viel benutzt wird, dann eben soll auch nur der Benutzung dann eben aufgemacht gehen. Wir waren da aber am Grupp aus, wo sowieso die nämlich Leute an dem Grupp das benutzen, da gibt es doch eine Ausgabe, dass das war okay. Wenn also von Gruppen darauf angewiesen sind, dass Carapio bei der Villager als Schaffen helfen, du manchmal gelesen sie haben dann eher eine Rekommendation, die da eben auch von den LGS kriegt, und dass eben manche Schnitt andere Schaffen bei anderen Branchen sollen aushelfen. Das wirklich Schaffen von enger Branche auch bei der Branche bleiben, eben viel zu verhindern, dass du auch zu viel die großen Mix hast. Mit du gibst dich, wie gesagt, denke und Herz lehrt für das, denke ich, mich am Detail nur zu lesen an den Rekommendationen auch von den NGS. Genau. Okay. Das war nur von die letzte Frage, die ich noch stehen hat.
Ich hoffe, ich konnte die wichtigsten Fragen klären.